In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man die Ortskurve für diese Schaltung hier konstruiert. Ein variabler Widerstand, eine Kapazität in Reihe und dazu nochmal eine Kapazität parallel. Und dann war die fertige Admittanz-Ortskurve, das war dieser Halbkreis hier, und die Ortskurve der Gesamtimpedanz dieser Schaltung in Bezug auf diese beiden Klemmen, das war diese Ortskurve hier unten. Und in diesem Video will ich jetzt nochmal zeigen, wie man auf diese beiden Ortskurven auch in einem Netzwerksimulator wie LTSpice kommt. Dafür habe ich den jetzt schon mal geöffnet, lege ein neues Schaltbild an und wir brauchen zuerst einmal einen Widerstand. Mit STRG R auf der Tastatur kann man den sich so hindrehen, wie man ihn braucht. Mit Escape kann man es wieder deaktivieren, dann brauchen wir eine Kapazität. Die können wir auch drehen, so dass sie passt, C1, und hier unten brauchen wir noch eine Kapazität C2. Und um diese Schaltung jetzt anzuregen, sodass da irgendwie eine Spannung anliegt und ein Strom fließt, die man jeweils messen kann und aus dem man die Gesamtinduktivität, die Gesamtimpedanz oder Admittanz bestimmen kann, brauchen wir eine Spannungsquelle. Die drehe ich jetzt mal hier unten so, dass das positive Potenzial zur linken Seite zeigt, und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Masseknoten, den packe ich mal so hier hin, dass der auf der negativen Seite dieser Spannungsquelle zeigt. So, jetzt muss das alles miteinander verdrahtet werden, also vielleicht einmal außen ringsrum zu diesem Masseknoten und zu dieser Reihenschaltung. Mit der Space-Taste kann man das Ganze wieder zentrieren, sodass es gut den Bildschirm füllt, und dann noch diese Parallelschaltung angeschlossen. So, jetzt brauchen die Werte, die Widerstände und Kapazitäten natürlich Bauelementwerte. Und der Wert dieses Widerstandes hier, R1, den wissen wir ja nicht. Das soll ja eine Variable sein, die sich ändern kann. Deswegen können wir da auch keinen festen Wert einstellen, sondern geben dem halt den Wert einer Variable, die heißt R1. Und damit das eine Variable ist, muss die in diese geschweiften Klammern. Und C1 und C2 setze ich jetzt mal einfach auf, ein Farad ist vielleicht ein bisschen groß, ich nehme mal ein Mikrofarad und zwei Mikrofarad. Irgendwelche Werte muss man ja einstellen. In der Aufgabe, in der Originalaufgabe waren keine Werte gegeben, da war das einfach, man sollte es qualitativ und nicht quantitativ zeichnen. Hier brauchen wir jetzt natürlich irgendwelche Werte dafür. So, und diese Spannungsquelle, die braucht auch noch einen Wert. Das wäre hier die Gleichspannung. Wir wollen aber mit komplexer Wechselspannung rechnen. Also geben wir hier bei AC Analysis der Spannungsquelle eine Amplitude von 1 Volt mit. Der Phasenwinkel ist egal. Und dieser Knoten hier, das ist ja dann der Knoten der Quellspannung. Da steht jetzt hier unten, das ist der Knoten 001, dem gebe ich mal noch einen festen Wert und nenne den mal Quelle. Das wäre dann eben die Spannung von der Quelle. So, jetzt kann man das Ganze im Prinzip schon einmal fast simulieren. Wir müssen dem Widerstand hier natürlich noch verschiedene Werte geben. Und dafür gibt es ein Statement, das zeige ich mal hier einmal kurz in der Hilfe, die hier erscheint. Und zwar heißt das Step. Und mit diesem Step kann man Parameter-Sweeps machen, also den Wert eines Bauelementes ändern. Und wie das geht, steht zum Beispiel hier. Also wir können, das wäre jetzt eine Quelle, und die läuft dann eben von 10 Mikro bis 100 Mikro in Schritten von 10 Mikro. Und sowas könnten wir jetzt auch machen. Man kann das wäre ein lineares Sweep. Man kann das auch logarithmisch machen. Das ist bei solchen Ortskurvenaufgaben meistens besser. Das wären halt eine bestimmte Anzahl von Schritten pro Oktave. Und wir wollen das mit einer Dekade machen. Das steht jetzt hier nicht so direkt. Aber im Prinzip kopiere ich mal ungefähr dieses Statement. Und das müssen wir jetzt hier einfügen. Das finden wir oben bei Edit. Hier kann man so eine Spice Directive, eine Anweisung einfügen. Und wir wollen jetzt eben mit einem dekadischen Sweep den Parameter R1 ändern. Und wir machen das vielleicht mal von 1 Milliohm bis 1 Kiloohm und nehmen jeweils 50 Werte pro Dekade. Ne? Und das sind von 1 Milli bis 1 Kilo, wären halt 6 Dekaden, ein Faktor von 10 hoch 6 dazwischen. Also wenn wir 6 mal 50, also 300 Mal läuft diese Simulation jetzt durch. Aus 300 Punkten besteht dann die Ortskurve. So, okay, das muss hier noch irgendwo hin.
Und jetzt müssen wir noch auf Simulieren klicken und simulieren. Und zwar wollen wir eine AC-Analyse machen. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, was stellen wir da für eine Frequenz ein? Die Frequenz soll ja fest sein. Wir wollen eine feste Frequenz einstellen. Dann nehmen wir eine Liste von Frequenzen und diese Liste kann auch nur einen Eintrag umfassen. Und den setze ich jetzt mal auf 50 Hertz, so wie die Netzspannung wäre. So, und jetzt kommt dort dummerweise ein Fehler in diesem Step-Command. Da müssen wir dann noch mal kurz in der Hilfe nachschauen, was da jetzt irgendwie schiefgelaufen ist. Beziehungsweise, nein, wir klicken mal mit der anderen Maustaste da drauf, weil dann kommt ja auch so eine kleine Hilfe und ich glaube, ich habe die Reihenfolge da oben durcheinander gebracht. Also den Parameter, den wir sweepen wollen, ist R1 in einer Dekade von einem Milli bis einem Kilo mit 50 Punkten pro Dekade. Genau, na, und da muss das so rum heißen, da muss noch ein Param dazwischen, weil wir ein Parameter sweepen und keine Quelle. So, so sollte das passen. Dann können wir das simulieren lassen. Jetzt sieht man hier unten, das hat sich so relativ schnell einmal durchsimuliert. Und jetzt ist eben die Frage, wie kriegen wir die Gesamtimpedanz hin und wie kriegen wir die Gesamtadmittanz hin? Die Impedanz ergibt sich aus der Spannung über der Schaltung. Das ist die Spannung an diesem Knoten durch den Strom, der gesamt durch diese Schaltung fließt. Und das ist ja der Strom, der von der Quelle kommt. Leider zeigt der Strom von der Quelle aber in die falsche Richtung. Aber so können wir es im Prinzip machen. Also gehen wir hier oben auf das Plot und sagen, wir wollen einen Trace hinzufügen. Und das wäre jetzt eben die Spannung von der Quelle durch den Strom, der durch die Quelle fließt, aber mit einem Minus davor, weil der Strom ja in die falsche Richtung zeigt. Das wäre die Gesamtimpedanz der Schaltung. Deswegen steht hier an den, ja, hier sieht man noch nichts an den Achsen. Das ist auch noch nicht so richtig die gute Darstellung, weil das ist ja noch keine Ortskurve. Die Achse hier unten ist ja noch der Widerstand von einem Milli bis einem Kilo. Wir wollen das ja als Ortskurve haben, also gehen wir hier mit der anderen Maustaste auf die Achse drauf und wählen anstatt Bode-Diagramm ein Nyquist-Diagramm. Nyquist-Diagramm ist sozusagen, es soll eine Ortskurve sein. So, und dann sieht man, so richtig gut sieht das noch nicht aus, wie das, was wir vorher mal hatten. Das sollte ja eigentlich so einen Halbkreis ergeben. Hier unten ist das, wo der Widerstand gegen unendlich geht. Unser Widerstand ist vermutlich einfach noch nicht groß genug, um diesen Kreis zu sehen. Also machen wir den Widerstand einfach mal ein bisschen größer. Wir machen das mal nicht von einem Milli, sondern bis zu einem Megaohm. Mega muss man als Meg schreiben. Und lassen das nochmal simulieren. Und dann sieht das schon viel besser aus. Ich ziehe jetzt mal dieses Fenster hier so ein bisschen kleiner, damit wir hier ungefähr so viel Skalierung auf der Achse haben wie hier, sodass aus dieser Ortskurve tatsächlich dieser Halbkreis wird, den wir hier gesehen haben. So, und dann ziehe ich das Fenster doch mal gleich wieder so ein bisschen größer und füge mal noch eine zweite Plotpane hinzu. Die erscheint jetzt leider daneben. Na gut, dann müssen wir hier mal ein bisschen kurz umstrukturieren, dass das sich besser darstellen und skalieren lässt. So, und hier oben in die wollen wir jetzt die Gesamtadmittanz haben. Die Gesamtadmittanz ist einfach das Reziproke davon. Also wieder Add Trace. Und jetzt geht es darum, eben den Strom, den Gesamtstrom, wieder mit einem Minus davor, um die falsche Richtung zu kompensieren, durch die Gesamtspannung, die Spannung der Quelle zu teilen. Und das ist die Gesamtadmittanz der Schaltung. Und dann sieht man, das passt auch. Das ist eben auch dieser Halbkreis. Genau der Halbkreis, den man jetzt hier sieht. Und das Einzige, genau, was mich jetzt noch irritiert, nee, das passt auch alles, das oben hoch minus 1, das ist hier eben die Einheit Siemens. Die Einheit Siemens ist im angloamerikanischen Sprachraum, da wo dieses Programm herkommt, nicht so wahnsinnig verbreitet. Die Leute da wären irritiert, wenn da irgendwie ein großes S stehen würde als Einheit. Deswegen steht da oben hoch minus 1. Und das passt. Aber das ist die Admittanz-Ortskurve, das ist die Impedanz-Ortskurve und die reproduziert ziemlich genau das, was wir hier in dem handgemalten Bild sehen. Jetzt könnte man noch einmal kurz gucken, also wie die Parameterteilung ist. Wir fangen ja hier mit einem kleinen Widerstand an und da wird der Widerstand nach hier immer größer. Und
Hier ist es auch so, wir fangen mit einem kleinen Widerstand an und dann wird der Widerstand nach hier immer größer. Wenn ich mal hier drauf klicke, dann kommt so ein Cursor und ich packe mal die Anzeige von dem Cursor hier auch noch mit in das Fenster und verschiebe mal den Cursor mit den Tasten auf der Tastatur und dann sieht man, hier wird jetzt eben ein kleiner Widerstand angezeigt. Hier haben wir die 1 Ohm. Und wenn man mit dem Cursor in die andere Richtung fährt, dann wird der Widerstand immer größer und immer größer und immer größer. Wir fahren auf dieser Ortskurve lang und erreichen das andere Ende der Ortskurve, wo der Widerstand immer größer wird und gegen unendlich geht. Und genau das Gleiche passiert hier unten auch. Da haben wir hier den großen Widerstand und wenn ich in die andere Richtung laufe, dann wird der Widerstand immer kleiner und geht hier gegen 0 oder gegen die 1 Ohm, den kleinsten Widerstand, den wir in dieser Schaltung jetzt vorgesehen haben mit diesem Parametersweep. Und das zeigt sehr schön, dass man solche Aufgaben mit Ortskurven auch recht einfach in ATSPICE rechnen und simulieren kann, um zum Beispiel damit seine handschriftliche Lösung zu kontrollieren.